Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen 7 Produkte in 7 Tage und ja, ich freue mich da immer wieder so drauf und ja, beginnen wir am besten direkt. Ich habe hier wieder alles aufgeschrieben. Ja, die letzten Produkte. Ne? Da hatten wir ja einmal ein Rouge und zwar von MAC, dieses hier. Ja, meine Nägel passen überhaupt nicht zu meinem anderen Look, aber egal. Ja, auf jeden Fall war das MAC Style. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen mal abkratzen müssen, weil irgendwie kam kaum Farbe raus, habe ich zumindest so empfunden. Und ja, auf jeden Fall bleibt definitiv, ist ein wunderschönes Blush, trage ich auch heute. Ja, habe aber nicht viel aufgebraucht. Und zwar von 31,32 sind noch 31,19 übrig. Contour hatten wir diesen Chunky Bronzer hier von W7. Trage ich auch heute. Ich habe mich übrigens auch gerade so Get Ready With Me mäßig gefilmt beim Schminken. Man könnte auch sehen, wie das so wie der sich so in der Handhabung ist. Ich finde den richtig gut. Der hatte 24,94 und hat jetzt ja, 24,74, also 0,2 Gramm aufgebraucht. Hab den jeden Tag verwendet. Ich finde den gut. Bleibt demnach auch. Eyeliner von 183 Days, das ist dieser Matte, haben viele in den Kommentaren mir gesagt, dass der abblättert. So abbröselt, nenne ich es jetzt mal, hat er bei mir überhaupt nicht gemacht. Er ist wirklich an Ort und Stelle geblieben. Allerdings ist er im Laufe des Tages war der halt so, dass es der nicht mehr so richtig schön tiefschwarz war, sondern dass er so anthraxit wurde, nenne ich es jetzt mal. Ist nicht der beste Eyeliner. So, in der Handhabung und so ganz gut. Und ich muss auch sagen, dass mir der Lidstrich nicht dünn genug ist. Weil bei Schlupflidern muss man immer schön gucken, dass halt, ja, ich sag mal, der Lidstrich nicht monstermäßig dick wird, weil das sieht sonst einfach zu blöd aus. Ja, einerseits, also grundverkehrt ist der nicht. Wirklich nicht. Aber bei Schlupflidern würde ich den jetzt nicht empfehlen, weil wenn der dann auch nicht mehr tief schwarz ist, sondern so ein bisschen heller wird, aber bröckeln tut er nicht, wie gesagt, bei mir. Ist wahrscheinlich dann von Haut zu Haut unterschiedlich, aber so, ja, es ist halt nicht optimal für Schlupflidchen. Und deswegen gebe ich diesen hier ab. Hat bestimmt jemand anders Freude mit. Da habe ich genau 0,09 Cent, wollte ich gerade sagen, Gramm aufgebraucht. Der kommt weg. Lipgloss. Ja, da hatten wir diesen von Boulevard. Die Schrift ist komplett abgegangen, weil ich den jeden Tag mit zur Arbeit genommen habe und auf der Arbeit einfach blind drauf losgepinselt habe. Das ist so ein Ton hier, der sieht hier sehr sommerlich aus, ist er auch. Allerdings ging das auf der Arbeit irgendwie. Da hatte ich auch oft zum Beispiel einfach einen braunen Lip Liner drunter, dann war der halt ein bisschen dunkler oder so. Ja, ist ein normaler Lipgloss. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, der ist wow. Der kommt auch weg. Ja, der kommt auch weg. Da habe ich aufgebraucht, von 16,92 habe ich 16,79 aufgebraucht. Fixierspray habe ich auch heute wieder verwendet. Und zwar das Balea Tour Perfection Erfrischungsspray 2 in 1. Ja, ist ein ganz... Es ist okay. Es macht jetzt keine Meisterleistung, aber es hält das Make-up auf jeden Fall den ganzen Tag frisch und auch da, wo es hingehört. Also ist okay, ne? Das hatte 108,4 und hat jetzt 99,3, also ordentlich was weg. Gesichtspalette durfte ja schon meine neue, also relativ neue Hourglass, wie heißt die? Ambient Lightning Palette dran glauben. Ich habe immer diese beiden hier zusammengemischt, habe ich auch heute. Das gibt einen wirklich richtig schönen Weichzeichner-Effekt. Aber ich muss sagen, das dunklere hier, das heißt Radiant Light, das habe ich mal versucht zum Highlighten zu verwenden und auch ein bisschen, um die Kontur zu verstärken. Aber ich glaube, das wird bei mir übrig bleiben aus dieser Palette, wenn sie mal leer ist. Und die wird definitiv leer gehen, weil die ist richtig gut. 99,0 hatte sie und hat jetzt 98,5. Ja. So, und dann haben wir hier noch das Parfüm gehabt von Dolce & Gabbana, The One. Habe ich ja nur in dieser Roll-On-Variante. Das ist mit so einem Roll-On, da habe ich einfach auf der Arbeit immer zwischendurch aufgefrischt. Ist ein richtig schöner, ja, sehr femininer Duft. Also so, ich würde aber eher sagen für die erwachsene Frau, die nicht zu aufdringlich von ihrem Parfum sein möchte. Aber ein sehr schöner Duft, gefällt mir sehr gut. Da habe ich auch von 50,3, was er hatte, habe ich 47,8 nur noch. Also aber man sieht auch, das war fast voll und ich habe da, ja, fast die Hälfte aufgebraucht in einer Woche.
Ja, jetzt drehe ich um und wir sind dann schon bei den neuen Produkten. Also zwei Produkte gehen dann halt, ne? Und zwar, wo haben wir sie hier oben? Habe ich sie hingelegt. Diese beiden dürfen meine Sammlung dann verlassen. Und jetzt beginne ich schon mit den Produkten, ja, die neuen euch zu zeigen. Sind so, das sind jetzt nicht meine besten sieben Produkte, also meine Lieblings-sieben Produkte, vor allen Dingen in Kombination. Also so an sich vielleicht schon, aber die Kombination, naja. Da habe ich nämlich einmal eine BB-Creme. Ich mag es im Moment doch ein bisschen deckender. Ich weiß, gucken wir mal, wie das so. Ihr wisst schon, wie es sich handhaben lässt. Und zwar habe ich hier von Rimmel eine BB-Creme in Very Light. Ja, da bin ich mal gespannt. Würde dann ja passen. Ja, die hat noch 33,45 Gramm und wird dann jetzt getestet. Einen Monolidschatten von ColourPop. Haben wir hier diesen, der heißt Paisley. Oh, jetzt fall ich nicht runter. Paisley. Und ja, das ist, ich glaube, das ist dieser, ja, guck nochmal. Ich glaube, der ist einfach nur, genau, das ist der, den man auch schön als Topper verwenden kann, genau. Weil, guck mal, der hat jetzt nicht wirklich Farbe, aber so einen Schimmer gibt der. Seht ihr das? Total schön. Da freue ich mich auch drauf. Der hat noch 19,63 Gramm. So, Bronzer. Haben wir hier von W7 den Make-up and Glow Bronzing hier. Das ist so ein Dupe, soll das sein, zum Chanel Bronzer. Und ich denke, die Farbe wird ganz gut hinhauen. Ein bisschen orangig, aber das geht schon wieder so ein bisschen ins Rote. Das wird passen, hoffe ich. Der hat noch 79,4, weil das ist relativ schwer. Flüssig-Highlighter, also Creme- oder Flüssig-Highlighter. Da habe ich einen von MAC gezogen. Der nennt sich Pearl. So, und das sind ja diese Cream to Powder, nee, wie heißen die? Cream Color Base, genau. Kann man halt für unterm Highlight verwenden, kann man aber auch ganz alleine, je nachdem, wie intensiv euer Highlight sein soll. Und das ist der, ich sage jetzt einfach mal, subtilste, den ich von MAC habe. Ja, da schauen wir mal. Der hat noch 19,09 Gramm. Meine Lieblingskategorie sind die Kajals, ne? Da habe ich jetzt auch wieder einen von Mask und zwar heißt der Snowflake. So eine schöne Holzoptik, so ein bisschen. Und der ist wirklich schneeweiß, schaut mal. So schön für die Wasserlinie oder so. Ja, gucken wir mal. Dann haben wir eine Gesichtspalette, wo ich jetzt nicht so glücklich mit bin, weil ich ja schon den V7 Bronzer habe, aber ja, ich hätte am liebsten was Neues ausgesucht, aber es wäre dann halt nicht dieses Zufallsding gewesen. Muss ich mal schauen. Und zwar von Bourjois ist es diese kleine Palette, wo einmal hell und dunkel drin ist, einmal Highlighter, einmal Bronzer. Ja. Der Bronzer ist auf jeden Fall schön. Der ist so rötlich. Und der Highlighter, ich glaube, den hat man kaum gesehen. Ich glaube, das ist eher so Puder vielleicht. Aber ich werde es ja sehen. Die hat noch 68,1 Gramm. Und das letzte ist ein Primer und zwar von L'Oreal, den Infallible. Ich weiß noch, als ich den in einem Chit-Chat ausprobiert habe, da war ich so angetan, weil er so ein Mega-Glow gibt. Da bin ich gespannt. Der hat noch 29,12 Gramm. Ja, meine Lieben, das war es auch wieder mit meinen 10, also kurz nicht 10, 7 Produkten in 7 Tagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.